Leute, ich bin's Ron. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal, ich freue mich riesig, von Big Fish Media angenommen wurde und mein Bewerbungsvideo so klasse angekommen ist, dass so viele geschrieben haben, wie es ihnen gefallen hat. Und natürlich kennt man das nicht. Ich habe ja vorher auch ein bisschen Videos gemacht bei YouTube, dass man dann gleich so viele Klicks kriegt und so. Das war echt eine Überraschung für mich, dass da gleich so oft das Video angeguckt ist. Natürlich sehr spannend für mich, da zuzuschauen. Tja, also bin ich dabei. Ich denke mal, ich werde so ein bisschen den Raubfisch-Part übernehmen. Klar gehe ich auch gerne mal, wie gesagt, im Bewerbungsvideo gerne auf andere Fischarten. Aber hauptsächlich bin ich dann auf Raubfisch unterwegs. Heute bin ich hier alleine. Man kennt es vielleicht, ich bin an der Ostsee. Hier hinten hinter mir ist ja die große Rügendammbrücke. Ich werde hier ein bisschen versuchen, auf Zander und Barsch zu angeln. Klar gibt es hier auch mal Hechte, aber ich habe schon so lange keinen Zander mehr gefangen, bis jetzt Zierfisch der Tage. Ich hoffe, die Sonne kommt noch ein bisschen raus, weil momentan, wie man sieht, sieht man gar nichts. Bin ein bisschen überrascht, bin auch sehr früh aufgestanden. Deswegen mal schauen, was der Tag bringt. Ich werde jetzt nach vorne wandern, werde ein bisschen die Spundwand hier ab angeln. Wichtig ist gerade ein Zanderangeln, dass die Bremse richtig schön zu ist. Ja, die sind ein bisschen zu stark gerade. Also wenn man richtig doll zieht, dann darf ein bisschen was runterkommen von der Spule. Aber wichtig ist, damit der Anhieb dann auf jeden Fall richtig gut durchkommt und flächigen Maul, dass man da die Bremse schön zu hat. Das ist ganz wichtig beim Zanderangeln. Bei dem Barsch macht es ja nicht aus. In der Regel nehmen die ja nicht so viel Schuhe. Deswegen angle ich hier lieber ganz safe. Mein Plan hier für die Stelle war, ich habe die Nacht war ziemlich mild gewesen und ich habe gehofft, dass die Zander hier so ein bisschen ins Flache reinziehen und dann aus der Fahrrinne rauskommen und dann ein bisschen im Flachen jagen gehen. Deswegen gehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen den flachen Bereich ab, bevor ich dann an die Fahrrinne werfe. Und da vorne ist es auch ziemlich voll mit anderen Anglern und ich denke, dass ich da nicht so gute Aufnahmen machen kann. Und ja. Ja, morgen ist man ein bisschen müde und schläfrig, ne? Genau, melde ich mich später wieder. Yes. Schon ein kleiner Barsch oder so. Aber geil. Der erste Fisch des Tages. Da kommt der Fisch der Begierde. Erster Zierfisch ist geschafft. Schöner kleiner. Also mal gucken hier beim Stinger, dass der relativ locker sitzt und ich muss den so nah an meinen Haupthaken machen, damit er noch schöne Aktion hat, ne? Sonst geht mir die Aktion verloren, wenn ich den Stinger so weit hinterhänge und würde im Boden immer verhaken. Das wäre nicht so gut. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber hier unten ist alles voller Plötzen. Die stehen alle senkrecht im Wasser mit den ganzen Quallen zusammen. Ganz merkwürdig aus. Aber habe ich nie gesehen so.
Es sind bestimmt 100 Stück hier, die so senkrecht in der Reihe stehen, aber nur da, wo die Quallen sind. Weiß nicht, ob die irgendwelche Nesseln abgeben oder so. Oh, da war der nächste Biss, verdammt. Bisschen konzentrieren hier jetzt. Nein. Kommt schon die ganze Zeit irgendwelche kleinen Bisse hier. Ich hoffe nicht, dass ich hier diese Plätzchenhake, die hier rumdösen. Wissen, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wisst, was die hier machen. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Aber wäre ganz lustig zu erfahren, ob das was mit den Quallen zusammenhängt, weil die sind hier echt nur da, wo die Quallen sind. Naja. Aber ich bin ja nicht hier, um Quallen zu beobachten, sondern um Fisch zu fangen, ne? Schon wieder ein Biss. Ey, ganz, müssen ganz viele Barsche sein hier. Dann sind so viele Angler, ey, das ist unglaublich. Alle mit einem Carolina-Rig, wie ich das von hier sehen kann. Mal schauen, ich angle ganz klassisch mit Jacob. Vielleicht ist es mein Vorteil. Weil hier irgendwie geht so der Trend, meinte mein Opa zu mir, dass sie hier alle mit nur mit Dropshot und mit Carolina Rig fischen. Und gar nicht mehr dieses klassische Gummifischangeln machen. Und oha. Ja super. Vielleicht war das doch kein Barsch gewesen. Scheiße. Und trotzdem, ja. Oh, ich krieg die Krise. So, nächster Fisch. Vielleicht ist der ein bisschen... Oh, was ist das denn? Ein schöner Barsch. Na, der geht doch schon hier. Der hat sich das ganze Ding komplett rein gepfeffert. Hier ist der gute nochmal. Ja, geht doch schon, oder? Schöne Futterluke. Den würde ich gerne mitnehmen hier, wenn der hochkommt. Ja. Hä? Den nehme ich mit, ja. Wenigstens zwei, die ich schon mal essen kann hier. So, ich bin jetzt mittlerweile 4 Stunden hier am Wasser. Ein paar Barsche konnte ich fangen. Ich glaube so 12, 13 Stück waren es, glaube ich. 2, 3 waren davon ziemlich gut gewesen. Also kann man schön sich in der Pfanne machen. Das war auch so ein bisschen das Ziel, dass man ein Armbrot hat. Und kurz zu meinem Gerät, 2,10 Meter Rute, 4 bis 12 Gramm, ziemlich weich. Kann damit trotzdem ohne Probleme 20 Gramm Köpfe schmeißen. Brauche ich auch einen starken Strom hier unter der Brücke. Weil hier ist wieder ein bisschen seichter, hier kommt keine leichte Strömung drauf. Ich habe jetzt hier die Seite gewechselt. Ist auch eine ziemlich starke Betonkante, hier ist ziemlich hoch alles. Also wenn man hier auch irgendwie mal angeln möchte, einen langen Kescher ist auf jeden Fall angesagt, weil sonst kommt man nicht ran, falls man doch mal einen größeren Fisch fängt. Da hinten ist so eine Schilfkante, da werde ich jetzt mal rangehen und vielleicht doch versuchen, nochmal einen Hecht zu kriegen oder so. Ich weiß, dass die hier auch sind. Von der anderen Seite konnte man auch immer sehr gut reinwarten. Da kommt man schön teilweise an die Fahrrinne ran, wenn das Wasser nicht so hoch war. Und deswegen gibt es hier auch schöne Hechte und die stehen hier auch gut drin. Und deswegen versuche ich das auf jeden Fall, weil ich nicht glaube, dass jetzt der Zander noch richtig Bock hat, weil jetzt kommt die Sonne raus. Der wird jetzt ein bisschen ins Tiefe verziehen, wo ich jetzt gar nicht mehr rankomme. Und das ist jetzt auf jeden Fall mein Plan. Und ich werde mir dann später nochmal so ein kleines Fazit. Ich werde dann heute Abend nochmal woanders angeln gehen. Und da geht es dann wieder auf Zander. Und dann hoffe ich, dass ich ihn heute Abend dann auch mal bekomme.
So, ich bin's wieder, wie versprochen, am nächsten Gewässer. Brauch nicht lange quatschen, selbe Gerät, selbe Köder. Zielfisch ist der Zander. Barsch habe ich heute Morgen ja genug gefangen. Und habe mir auch ein paar schöne schon zubereitet. War ein leckeres Mittagessen. Jetzt geht weiter, jetzt in den Abendstunden hier ein bisschen auf Zander zu angeln. Dieser Graben hier, der enthält auch Salzwasser und der geht in den Bodden rein. Das heißt, die Zander, die ziehen hier immer hoch und runter. Und in den Sommermonaten ist das hier nicht so gut, weil der Zander dann in den Bodden in die tieferen Stellen runterzieht, ins kühlere Gewässer. Jetzt in den kälteren Monaten, da kommt er wieder reingezogen. Man weiß es nicht genau, wieso er das tut. Haben viele Einheimische gequatscht, irgendwie kann sich das keiner so richtig erklären. Man kann sich auch mal viel einbilden so als Angler, aber sei es drum, der Zander ist hier hoffentlich da. Ich gebe mein Bestes und wir sehen uns dann später, entweder beim Fisch oder dann beim Fazit, wenn ich nichts gefangen habe. Meine Angelmethode seht ihr ja nebenbei wie das klassische Faulenzen mit dem Gummifisch. Ich habe hier einen relativ leichten Jigkopf dran von 12 Gramm. Weil die Strömung hier nicht so stark ist und das Gewässer im Allgemeinen auch nicht so tief ist. Der Gewässergrund ist so ein bisschen matschig, ein paar Blätter übersät, aber im Grunde so ein bisschen wie so eine Badewanne. Bloß ist die andere Uferseite, wo das ganze Schilf ist, was man im Hintergrund sieht, nicht so stark flach wird wie auf meiner Seite, von der ich angel. Viele Kanufahrer unterwegs, gibt es auch einen Sportverein, deswegen ist hier auch oftmals im Sommer gar nicht mal so einfach zu beangeln, weil hier alle Nase lang immer mal wieder Kanufahrer oder Sportbootfahrer hier vorbeikommen. Und weil es hier, wie gesagt, auf den Bodden rausgeht, sind hier auch viele Segelschiffe und so, die hier ihre Häfen haben und dann von hier auch starten, dann auf die Ostsee rauszukommen. Wir halten jetzt mal kurz hier auf eine Bank setzen. Hier geht nämlich ein Fußweg, ein Radweg lang, direkt am Rickgraben hier entlang. Da kann man auch mal zwischendurch eine schöne Pause machen. Ja, weil ich jetzt hier keinen Zander gefangen habe und das Licht mir bald weg ist, werde ich schon mal ein Fazit ziehen und euch noch einen kleinen Tipp mitgeben, um ein bisschen Geld zu sparen. Ah, ja, da wird man ein bisschen hellhörig, denn wenn man Geld sparen kann, ne? Und zwar angle ich jetzt hier mit meinem Köder. Und ich mag das immer nicht, wenn ich meinen Stinger hier hinten dran habe. Vielleicht kennt man es hier ein bisschen. Das flackert hier immer so rum. Ich mag das nicht. Und dafür gibt es ja im Angelladen einen echt teuren kleinen Clips, die man nur so reinmachen kann, um das Ding zu befestigen. Aber haben wir auch mal, das ist ja jetzt nicht von mir die Idee, habe ich auch mal gesehen, aber vielleicht kennen das ja einige von euch nicht. Wenn ich jetzt hier meinen Gummifisch habe und hier mein Draht oder mein Steifhauerfach vom Stinger, dann gibt es hier eine Büroklammer und die kann ich mir einfach ganz normal brechen. Und das ist dann so ein einfach ein Stückchen Draht, muss keine Büroklammer sein, ist ja scheißegal. Und dann hier kann ich einfach, ich habe hier schon mal zwei Löcher und damit kann ich den Draht einfach hier befestigen und drücke ihn dann da so rein und wunderbar, und mein Draht ist schön am Köder dran, den flackert nicht umher, kann sie nicht rumwickeln und so weiter, und dem Fisch, der sieht das auch noch weniger. Also alles nur Gewinn, Geld gespart und funktioniert top. So, das Fazit zum Gewässer, warum habe ich mir das wieder ausgesucht hier? Fängt er wieder an, der Typ. Und zwar bin ich hier groß geworden mit meinem Opa, hier habe ich angefangen zu angeln und komme deswegen immer gerne wieder hierher. Und deswegen reizt es so für mich dann immer so die Erinnerungen und so weiter. Und manchmal sind hier auch echt ein paar schöne Fische drin, wie Barsche oder Zander. Und deswegen, wenn ich mich nicht mehr melde, habe ich keinen Fisch gefangen. Und hoffe, jetzt hat es euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt doch noch zwei Zander fangen können. Das war dann nach dem Fazit und Kamera alles abgebaut, wurde auch recht dunkel. Bin super happy, dass es noch funktioniert hat. So habe ich die beiden Zierfische geschafft. Fürs nächste Mal nehme ich mir den Hecht vor, aber da versuche ich dann auf jeden Fall die Grillzehen ein bisschen besser auf Band zu kriegen, aber so ist es manchmal, ne? Man kennt es vom Anselsangeln, den Kescher baut man schon ab, Ruten lässt man als letztes im Wasser und dann kommt nochmal ein Run und man steht dann doof da. Und so ist es ungefähr zu vergleichen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wie gesagt, beim nächsten Mal auf Hecht!